Musik ballert. Genau das Richtige für so ein Vorhaben. Bisher war das Vorhaben, Sarah zu finden, sehr gefährlich. Ich hab eine Fliege in meinem Zimmer, ja, leck mich doch, Alter. Voll. Und ich glaube, es wird nicht ungefährlicher, weil wer sich mit Damon rumtreibt. Oh, fuck! Ja, das ist auch gefährlich, Alter. Was ich eigentlich sagen wollte, wer sich mit Damon rumtreibt, der fragt ja basically nach Ärger. Puh. Das war echt close, ne? Alter, alles. Ja, alles tot hier. All because Rachel got angry at her dad. Ist so, ne? He's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey. Hello there. Being a dad's tough. That doesn't justify. Ja, ein Animator zu sein, ist scheinbar auch sehr, sehr tough. Die hier von diesem Spiel haben jedenfalls hardcore versagt. Ach du Scheiße. Nein, ich glaube, die Leute, die Animationen machen, können nichts dafür, weil die Animationen sind mit Sicherheit geschrieben. Die sind einfach nur nicht richtig abgespielt worden. Also, keine Ahnung, wer dafür zuständig ist, dass das alles richtig aufgerufen wird, aber derjenige hat verschissen. Really lied. About something that might hurt me to know. Bestimmt. I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So you probably lied too. Would you love me less? Ja, kommt drauf an, worum es geht, ne? Tendenziell nein. Aber wenn es jetzt halt irgend so ein krasser Stuff ist, der halt wirklich dein Leben beeinflusst, weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich schon wissen wollen. I guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth's risky. And the idea of you loving me even a little less? I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? Du hast keine Antwort auf diese Question, weil du bist ein Hirngespinst von Chloe und Chloe weiß die Antwort nicht, also kannst du sie logischerweise auch nicht wissen. Das ist dieser Punkt von wegen, ne, lieber in einer grauen Realität leben, aber dafür wissen, was abgeht. Oder halt lieber in einer glücklichen Traumblase leben und dafür halt nicht die Wahrheit kennen. Ne, so Sachen, das ist dieselbe Theorie wie der Stuff hinter einer Matrix oder, ne, dieser ganze Kram mit, wie hieß das damals noch, als diese Aufklärung oder so, ne? Irgendwie diese Epoche, die es irgendwo mal gab, wo alle plötzlich der Meinung waren, sie müssen alles wissen oder so ein Scheiß. Na, das ist alles dasselbe. Will ich das wissen? Was weiß ich? Keine Ahnung. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. Danke! Sag ich doch! Genau! Das kann ja nicht funktionieren. Schön, dass da die Animationen gerade wieder funktioniert haben, weil das war sehr ausdrucksstark, das hat mir gefallen. I guess it's better this way, not knowing. Then I'll always be the perfect dad? How many people get to say that? Ja, Mann! No word. My ride, my tunes.
Na gut. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Yeah. I'm crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? Es wäre besser, wenn er wirklich da wäre. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Dieser Fuck wie, Alter. Shit's gonna get real. Real quick and real fast. Frank ist auch da. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass Frank auch da ist, ist gar nicht so schlecht. Wir sollten nur nicht zulassen, dass er erfährt, dass wir mit dem Feuer hier mit drin hängen, weil dann sind wir richtig fucked. Ich meine, haben wir seine Bude ganz schön abgebrannt. Is that blood? Oh. Tame meint's ernst, ne? Frank? Der Typ meint's echt ernst. Versteht man auch plötzlich Chloes Fable Frank? Für Waffen, ne? So, wenn sie mit solchen Leuten zu tun hatte, dann hätte ich auch lieber eine Knarre dabei. Kannst du dir aber sicher sein. Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've got to help Rachel's mom. Hast gehört, Frank, du bist nicht so wichtig. Wie das jetzt hier aussieht, ne? Hauptsache dieses blöde Hirschviech da oben mit immer so ein blaues Auge. So, und Mess with Damon Merrick, das ist natürlich noch da. Selbstverständlich. Okay, let me see. Was haben wir jetzt hier noch? Unbeachtete Warnung. Ah, das ist doch locker hier. Das ist doch locker hier. Haben wir wieder nur eins verpasst. Ich glaube, ich jetzt in jedem Kapitel eins verpasst, oder? Scheiße, ey. Ja, natürlich. Don't tell me what to do. Nein? Das ist nicht die unbeachtete Warnung? What to do. Okay, dann muss es irgendein anderes Graffiti, was so ähnlich ist, sein, oder? A knife might not be a bad idea. I never thought I'd have to say that. Ist aber tatsächlich so, ja. Nimm das mit. Wir sollten das B jetzt hier nehmen, ist normalerweise ist es immer A. Vielleicht damit man es nicht leichtfertig mitnehmen kann. Wenn man aus Versehen A hämmert. Sheldon. Hat sie ihm per Textnachricht geschrieben? Ist er dumm? Damit gibt der Sheldon doch Zeit, sich zu verpissen. Hä? Das ergibt ja null Sinn. Okay. Das wirkt sehr stupid auf mich. Ist das echt nicht das? Ach, also doch. Aber du brauchst das Messer dafür. Ja. Tatsächlich, das zählt als letztes Graffiti. Wow. Okay. Crazy. Where's the homicidal drug dealer, Spooky Deerhead? Hat er da Tic-Tac-Toe drauf gespielt? What the fuck?
Oh, ja, Franks Couch ist auch ein bisschen durch. Franks Couch ist toast. Hier hoch können wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Nein. Okay, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, ja. Shut up. James Amber wants you out of the picture, so that's what's going to happen. This is so messed up. Digga, als ob der echt einen fucking Mord beauftragt. Der will mich doch verarschen, der Kerl. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Vielleicht hätten wir einfach die Polizei hier rufen sollen, oder? Damon. What the hell are you doing here? Oh mein Gott! Ich glaube, wenn man jetzt hier nicht das Messer benutzt, dann ist das... Dann hat man auch nicht mehr später die Option, das Messer zu benutzen. Ich habe hier noch nie das Messer benutzt. Aber das ist vielleicht gar nicht die dümmste Idee. Weil ich weiß, der Typ rastet eh immer relativ aus. Egal, was du sagst. Im Normalfall würde ich einfach sagen, ich habe dein Geld hier, da, nimm und verpiss dich. Aber so wird das nicht laufen, weil der wird es nicht feiern, sich von Chloe vorführen zu lassen. Aber wenn ich das Messer ziehe, zieht er auch das Messer, ne? Aber vielleicht ist er gar nicht dabei. Ich mach das jetzt einfach, um ihm zu zeigen, dass ich es ernst meine. Das wird so nach hinten losgehen, Alter. Scheiße. I've got the money right here. Your money. Want it? Oh, das geht so nach hinten los. How the fuck? Oh, what? Ja, steh halt da und guck, was zum Fick. Ja, super. Talking's over. Leave her alone. Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Ja, das kommt jetzt nicht mehr so gut nach dem Messer. Get away from her. I said shut the fuck up. You are one stupid, crazy bitch. Should have never got mixed up in this shit. The DA's family, an out-of-town junkie, and now high school girls? What a fucking mess. It's okay. A girl's first time should be special. No. Not so tough now, are you? Go to hell. That's the spirit. Hey, you touch her again, and I'll kill you. Is that so? Try me. Da erkennt man Rachel wieder.
No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? Ho 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 ho. I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Sarah. Rachel. Your daughter, she... Chloe Price. Woher zum Teufel kennt die eigentlich meinen Namen? You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so, so sorry for... Rachel can never know. Das sind sehr, sehr weirde Antworten auf so eine Aussage. Was soll denn bitte was erfahren heißen? What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father. 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it.
I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain. Every fear. Gone. No more sadness. No more grief. Aber sie hat es doch geschafft, ein Jahr lang clean zu bleiben. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I just... I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Ja, aber ihr Vater hat trotzdem ganz schön hart was verschissen. I used to think my dad was perfect. But now I realize he was probably just as messed up as everyone. And it doesn't make me love him any less. That's a nice thought. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Boah, Junge, das ist so schwierig, Alter. Ich finde das so schwierig. Und wie wär's, wenn du sie einfach halt nur mit ihr redest und wir das hier trotzdem für uns behalten? Ist das... Das ist doch eine valide Option, oder? Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. Das ist wahr. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait. I'll take care of her, you know. I believe you. Goodbye, Chloe. Puh.
Das ist keine angenehme Entscheidung. Ach, die Lampe. Hello. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped. Did we? We've got time. Obviously not. All the time in the world. So... how did everything go? Rachel, I've got to tell you something. Ich finde das eine erstaunlich schwere Entscheidung. Weil es gibt halt sehr gute Argumente für beides, ne? Ich meine, einerseits will ich sie nicht anlügen und irgendwie, ja, sollte man vielleicht von der besten Freundin auch irgendwie erwarten können, dass sie einen nicht anlügt. Oder vielleicht auch von mehr als nur besten Freundin, wie auch immer, dass jetzt hier gerade, ne, man das zu diesem Zeitpunkt gespielt hat, keine Ahnung. Aber andererseits sollte man halt irgendwie auch genauso Rachel halt vor diesem Schaden, den Vater zu verlieren, die Vater, das Ansehen, dass, ne, dass ihr Vater komplett das Gesicht vor ihr verliert quasi, sie davor zu schützen. Natürlich lügt man sie damit an, aber man gibt ihr damit irgendwie so eine glückliche Familie irgendwie, kind of. Das ist halt super schwierig, weil es ist jetzt halt diese Frage, so was ist dir so eine glückliche Familie wert? Mit Lügen zu leben, das Ganze auf Lügen aufzubauen? Oder zerstörst du lieber alles und lebst damit, dafür mit der Wahrheit? Ich habe hier bisher immer die Option vor der Wahrheit schützen genommen, weil ich das Rachel nicht antun wollte. Auch einfach, weil, wenn man jetzt gesehen hat, als wir gerade reinkamen, ne, das war so eine wirklich glückliche Familie einfach zu dem Moment. Und ich bringe es einfach nicht über mich, ihr die Wahrheit zu sagen. Und ich werde es auch dieses Mal wieder so entscheiden. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das entscheidet oder wie ihr es entschieden hättet. Ich finde es tatsächlich ziemlich schwierig. Und es fällt mir persönlich auch so beim, also es ist natürlich eine weniger drastische Entscheidung, aber es fällt mir persönlich eigentlich schwieriger, das zu entscheiden, als bei Life is Strange 1, die finale Entscheidung. Weil bei dem hier bin ich mehr hin und her gerissen. Bei dem anderen war es für mich eigentlich immer klar, dass ich an der Stelle Chloe wähle oder einen Fick auf die Stadt gebe. Das war für mich eigentlich immer eindeutig. Da gab es keine Second Thoughts, weißt du. Hier könnte ich mich absolut mit beiden Optionen wirklich sehen.
absolut. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die Wahrheit sagt, ehrlich gesagt. Ich habe die Szene, glaube ich, noch nie vollständig gesehen. Aber wie gesagt, ich bleibe jetzt an der Stelle einfach mal meiner Entscheidung treu und ich schütze Rachel vor der Wahrheit. What's wrong? I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seem so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Ich glaube ehrlich gesagt, sie glaubt ihr nicht. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Because why should she be any different from the rest of us? Damit auf jeden Fall. The fuck? Alter! Ist er jetzt in der geschlossenen? Oh ne, aber er fliegt immerhin raus. Das ist ja auch mal was. Fragt man sich ehrlich, dass bei Nathan jetzt schief gelaufen ist, ne? Weil so da jetzt jemanden zu haben, der für ihn da ist, ist glaube ich doch eigentlich schon hätte helfen können. Keine Sorge, Bruder, ich bin nicht wegen dir da. Weg, oder? Habe ich jetzt gerade nur nicht richtig geguckt. Das muss ich mir mal angucken.
sogar mit diesem Rotverlauf drin. Oder Magenta oder was auch immer das ist. Lila. Was weiß ich, wie diese Farben meist sind. Jetzt ist es mal wieder weg. Hä? Was? Haben die irgendwie das falsche Chloe-Modell geladen oder was? Life is Strange Before the Storm Remastered. All Episodes. Okay, cool, cool. Interessant, dass man hier, das fällt mir jetzt gerade direkt auf, deswegen fange ich damit an, dass man hier wieder dieses Lied da drin hat, was ja im Original tatsächlich eigentlich sich auch durch das Logo gezogen hat zum Beispiel. Was man in diesem Spiel, in diesem Remaster ja eigentlich komplett rausgeschmissen hat. Also das Logo ist sehr clean und weiß, abgesehen davon dem blauen Schriftzug drunter, der aber eben halt blau ist. Und nicht mehr diesen... naja, lila Farbton halt hat. Finde ich eigentlich, muss ich auch sagen, ein bisschen schade. Klar passt das jetzt natürlich so vom Logo her viel besser zu Life is Strange Remastered, was ja auch das Logo vom ersten Teil geändert hat. Das ist jetzt viel cleaner, viel neutraler auch und dadurch natürlich auch ein bisschen langweiliger irgendwie, ne? Weil das erste hatte so diesen Bilderrahmen, um das ist. Before the Storm hatte so dieses knittrige Papier, dieses Gekritzel halt von Chloe. Ne, im Logo, das war irgendwie cool, das war sowas Einzigartiges. Und spätestens mit Life is Strange 2 haben sie ja dann angefangen, das nur einfach neutrale Schrift und fertig. Wobei, das stimmt gar nicht, Life is Strange 2 hatte eigentlich auch noch diese Nähte und sowas, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, erst mit True Colors haben die jetzt angefangen. Ja, also weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Bisschen, ne, wie gesagt, passt jetzt besser zusammen, aber dafür ist es halt ein bisschen weniger individuell. Naja, okay. Aber interessant, dass man es bei den Credits diesen Farbton trotzdem beibehalten hat. Sieht halt gut aus, ne? Sieht halt gut aus. Okay, Leute. Fazit zum Spiel. Ich liebe Before the Storm. Ich mag es eigentlich mindestens genauso... Nein, was ist denn? Ich mag es eigentlich genauso gerne wie Life is Strange 1. Es hat an Stellen ein paar mehr Schwächen. Es ist auch kürzer als Life is Strange 1. Aber wir können eigentlich noch nicht ein Komplett-Fazit ziehen für dieses Spiel, weil es kommt ja noch diese eine Bonus-Episode. Und... Bonus-Episode klingt erstmal so, als wäre das jetzt so, ja, okay, ganz nett, kann man mal reinschieben, aber könnte man auch weglassen. Nee, das ist wirklich, diese Episode wertet das Spiel nochmal auf, nochmal drastisch, glaubt mir. Ihr wollt die sehen. Also, verpasst den nächsten Part nicht oder so in der Art. Aber, ja, das Spiel an sich, bis hierher die Story von Rachel und Chloe. Ich fand's gut erzählt, es hat so ein paar... ja, Längen drin. Es gibt auch so ein paar Sachen, die nicht ganz mit dem ersten Teil zusammen stimmig sind. Aber das ist vollkommen fein. Ne? Damit habe ich jetzt im Prinzip keine Probleme. Natürlich ist das Spiel ein bisschen weniger spektakulär, dadurch, dass diese spezielle Power jetzt fehlt. Ne? Es ist einfach nur so ein ganz normales Teenie-Drama oder so. Eine Coming-of-Age-Story oder wie auch immer. Aber das ist halt genau das, für was ich Life is Strange 1 auch schon geliebt habe. Und die geilen Superkräfte waren dann halt einfach noch Bonus obendrauf. Und ich finde dieses Spiel wirklich gut und es hat eine gute Ergänzung zur Life is Strange-Reihe, beigetragen. Das war kein deutscher Satz, aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Denn wenn man jetzt zurückblickt und Life is Strange 1 nochmal spielt oder nochmal anguckt oder wie auch immer, ne? Finde ich, dadurch, dass man weiß, wie Rachel so war, dass man sie kennengelernt hat, dass man die Beziehung zwischen Rachel und Chloe selber erleben konnte, gibt das dem nochmal so eine neue Ebene mit dazu für Life is Strange 1. Und damit würde ich behaupten, ist dieses Prequel doch
sehr gelungen. Was man leider nicht von diesem Remake behaupten kann. Denn ich dachte tatsächlich, nachdem wir Life is Strange 1 gespielt haben, ja, okay, alles klar, war echt krass buggy so an einigen Stellen auch technisch wirklich, wirklich unsauber, ne, also okay. Wird bestimmt in Before the Storm besser, weil Before the Storm ist ja das Spiel, was schon eh von Deck 9 entwickelt wurde, das Original. Und es ist ja auch neuer, das Spiel, es dürfte auch leichter zu remastern sein und dies, das, Ananas, das wird bestimmt besser. Junge. Also, der Punkt ist halt, auf Längen ist dieses Spiel technisch gesehen besser, weil es weniger kleine Grafikfehler hat, es hat weniger Texturenfehler, wo irgendwas fehlt oder wo irgendwas irgendwelche Untertitel plötzlich weg sind oder so ein Blödsinn, ne? Davon hat es weniger. Aber was es dafür hat, ist komplette Szenen, die einfach nicht animiert sind. Wo einfach die gesamten Animationen fehlen. Wenn ich abzählen müsste, die Animationen, die zum Beispiel bei dem Graffitis zeichnen, die Animationen, die abgespielt wurden und die, die gefehlt haben, dann waren die, die gefehlt haben, wahrscheinlich mehr. What? Und die eine Szene im Krankenhaus zum Beispiel, bei Rachel, da gab es keine einzige fucking Animation drinne. Die standen einfach nur so da. Die ganze fucking Szene. Und das ist in dieser Version des Spiels, die ich hier gerade habe, die zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt am 1.6. 4 Monate nach Release. Die neueste Version ist. Ist das quasi, jedenfalls in der Config, wie ich das habe, hardcoded im Game. Denn ich habe es mehrfach neu gestartet. Ich habe ein paar Einstellungen gewechselt. Und es ist scheißegal. Es ist replizierbar an derselben Stelle dieselben Animationen, die immer wieder fehlen. Das heißt, es ist kein Bug, der einfach mal auftritt und dann, naja, ist auch mal wieder weg, wenn man neu startet. So wie zum Beispiel die Untertitel in Life is Strange 1. Nein, das ist einfach da. Das ist da drin. Das ist in dieser Version drin. What? Also das geht nicht in meinen Kopf, wie die das releasen können. Weil das ist so kaputt, das macht wirklich ganze Szenen kaputt. Und ist, finde ich jetzt, nochmal deutlich störender, als das, was in Life is Strange 1 so abging. Ja, ich meine, diese scheiß Beleuchtung, die sie im ersten Teil richtig stark drin hatten. Oder irgendwelche komischen Lightflares, die da irgendwo durch sind oder sowas. Ne, also die Beleuchtung generell war einfach eine Katastrophe. Aber es hat halt nicht das ganze Spiel kaputt gemacht. So, es sah halt nicht so schön aus, aber du konntest halt noch sehen, was gemeint war und so weiter. Die Animationen waren da, so, weißt du, das kam alles rüber. In dieser Szene war nichts außer Text, ne, Sprache und Untertitel. Das war's. Also, Audio und Untertitel. Da gab's optisch gar nichts. Das macht es wirklich kaputt. Das macht es wirklich kaputt. Und das ist richtig, richtig schade. Und ich finde es einfach ein Armutszeugnis. Das muss man an dieser Stelle einfach so sagen. Es ist mir auch relativ egal, wer daran schuld ist. Ob das jetzt seitens des Publishers Zeitdruck war oder ob die Entwickler gesagt haben, nö, ist fertig, kommt raus so. Oder was auch immer. Ich finde es eine Frechheit, dieses Spiel so auf den Markt zu schmeißen. Ne? Auch jetzt mal als, muss ich jetzt hier leider irgendwie mit unterbringen, weil jetzt haben wir halt nur mal gerade eben quasi die gesamte Remastered Collection gesehen. Als Fazit für die gesamte Remastered Collection. Ich finde, es geht überhaupt nicht. Das sind Spiele, die sind nicht neu. Das sind Spiele, die waren in ihrer aktuellen Form auf dem PC, im Original. Jedenfalls bei mir. Pretty much komplett bugfrei. Wunderbar durchzuspielen. Immer noch schön anzusehen. Die haben jetzt ein Remaster bekommen. Was eh schon mal irgendwie wie so ein billiger Cash-Grab wirkt. Weil es ist ja nur ein Remaster und kein Remake. Also es ist nichts besonders Neues dran eigentlich. Außer so ein paar Tweaks quasi. Und dann ist das so scheiße. Technisch, aus technischer Sicht. Ist das richtig scheiße? Wenn ich mir jetzt überlegen würde, also angenommen, das bekommt keine Updates mehr und das bleibt in diesem Zustand, was es actually wirklich könnte eventuell, ne? Weil ich meine, 4 Monate nach Release, 4 Monate! Dann würde ich, wenn ich jetzt wieder Before the Storm spielen möchte, jederzeit die Originalversion von Before the Storm nehmen und die Snow mit irgendwelchen Mods aufpimpen, falls es geht, was weiß ich. Weil das ist einfach nur eine Katastrophe. Da fehlt so viel an Animationen und so weiter. Das geht richtig auf den Sack. Das geht richtig auf den Sack. Ja, und wie gesagt, eine Frechheit, das Ganze so zu releasen. Nehmt euch halt ein halbes Jahr länger Zeit, wenn ihr meint, ihr braucht das. Es ist mir doch fick egal, Alter. Es ist mir ganz egal.
Aber mach dieses scheiß Spiel fertig. The hell? Wenn das so zu Release rausgekommen wäre, wäre schon scheiße gewesen. Hätte es dann eine Day-One-Patch gegeben und alles fixt, hätten die meisten drüber hinweggesehen. Aber das kommt so raus und 4 Monate später haben wir eine komplette Mess an Programmierarbeit. Also, ne? Ich behaupte nicht, dass ich es besser könnte, aber ich behaupte, dass das scheiße ist. So, wundervoll. Wir kommen noch ein bisschen zu den positiven Punkten, um das Ganze auf einer positiven Note zu beenden. Ich liebe immer noch den Soundtrack von diesem Spiel. Grandios. Einfach geil und maybe an Punkten sogar besser als der originale Life is Strange Soundtrack. Er kann auf jeden Fall mithalten. Die sind auf jeden Fall gleich auf. Die Facial Expressions, na, die dazugekommen sind, würde ich behaupten, sahen in einigen Szenen ganz gut aus. In manchen auch ein bisschen weird. Ist so eine Mixed Bag. Ne? Ist okay, aber ist jetzt nicht so, für ich dieses Remaster für 40 Euro kaufen würde. Die Texturen waren aufgehübscht, das muss man sagen. Gerade wenn ich mir zum Beispiel mal meine Thumbnails teilweise von Before the Storm angeguckt habe und dann von diesem Remaster jetzt. Ne, so im Vergleich quasi. Die Texturen sehen doch schon deutlich schöner aus. Und auch die Beleuchtung war doch deutlich schöner. Also das muss man sagen, grafisch und optisch haben sie dieses Spiel schon nochmal wirklich aufgehübscht. Aber ja, das macht die technische Seite halt leider alles ein bisschen kaputt. Ja. Ich glaube, damit habe ich das Wichtigste hoffentlich gesagt. Max sind scheiße. Grafik ist nice. Ist es das Remaster wert? Das ist eine Frage, die ich in Kommentaren oder sowas bis heute noch lese. Dass ich Kommentare unter meinem Life is Strange Remaster Projekt bekomme. Von wegen, ich wollte mir das für die Switch kaufen. Oder dies, das, ne? Ist es das wert? Was deine Meinung? Ich bin ein großer Freund davon, Square Enix / Deck 9 an dieser Stelle zu unterstützen und auch ein Zeichen zu setzen. Ja, ich will mehr von Life is Strange und ich will mehr von Chloe und Max und diesen Charakteren und in dieser Art der Spiele und nicht wie Life is Strange 2. Deswegen habe ich da prinzipiell jetzt kein Problem damit, so ein Remaster zu kaufen. Ansonsten hätte ich es ja logischerweise nicht gekauft, lol. Aber wenn man das aus einer Kosten-Nutzen-Faktor-Rechnung, ne, Analyse betrachtet, dann ist es halt absolut nicht wert. Life is Strange 1 kostet im Sale bei Steam 3,99 oder sowas. Oder 3 Euro, 2,99 oder irgendwie sowas mit dem Dreh. Also unter 5 Euro das gesamte Spiel im Steam-Sale. Und Life is Strange Remastered, Schwachsinn, Life is Strange Before the Storm ist auch, glaube ich, bei um die 5, 6 Euro aktuell angekommen. Inklusive Bonus-Episode und allen 3 Episoden und allem. Das heißt, ihr habt für unter 10 Euro diese Spiele statt für 40 Euro, was dieses Remaster jetzt kostet. Und dieses Remaster bietet euch halt außer einer leicht hübscheren Grafik nichts. So, der Inhalt ist genau derselbe. Abgesehen davon, dass bei Before the Storm sogar dieser Mixtape-Modus fehlt, der beim Original als extra DLC mit drin war. Und dass ihr ein neues Outfit habt oder so. Who the fuck cares? Ja, ein bisschen aufgehübscht, aber ansonsten halt dieselben Spiele. Mit noch extrem vielen Bugs drin. Und dadurch lohnt es sich halt absolut nicht. Ne? Also, das ist halt so ein Punkt. Nö. Lohnt sich nicht. Wenn ihr nicht krasse Life is Strange Fans seid und eben so wie ich das Ganze einfach dahingehend unterstützen wollt und auch einfach alles von Life is Strange haben müsst, ne? Wenn ihr so jemand seid, der hat alle Life is Strange Spiele, der hat die Comics gelesen und der spielt die einmal im Jahr durch, ja, dann gönnt euch dieses Remaster. Aber wenn nicht, wenn ihr einfach nur jemand seid, der die beste Version dieser Spiele oder eine bugfreie Version dieser Spiele oder einfach nur generell irgendwie dieses Spiel mal zum ersten Mal erleben möchte, dann holt euch für 3, 4, 5 Euro im Steam Sale die Originale. Da habt ihr kaum Geld ausgegeben und habt dafür 85-90% von diesem Remaster bekommen. Und ich denke mal, damit fahrt ihr deutlich besser. So, jetzt haben wir hier nur noch Musik, das skippen wir jetzt mal, weil das ist nicht mehr wichtig. Stattdessen kommen wir dann an dieser Stelle mal noch zu den Entscheidungen. Dieser Part wird fucking lang, ich weiß nicht, ob ich den splitten kann. Ich glaube, ich kann ihn nicht splitten.
Weil ansonsten habt ihr einen Part mit Ende und einen Part mit Fazit und das ist irgendwie doof. Aber hey, da müsst ihr durch. Die Entscheidungen, wer hat die Wahrheit gesagt, haben tatsächlich die Mehrheit. Krass. Gerne auch jetzt mal hier an dieser Stelle in die Kommentare. Scheiß auf Spoiler, ist der letzte Part, da können wir das machen. Was genau alles passieren würde, wenn man Rachel die Wahrheit sagt. Haut das gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wir sind aber dabei geblieben, nicht die Wahrheit zu sagen. So. Schwachsinn, falscher Knopf. Ach, nicht Freunde. Hä? Gab's nicht die kleinen Entscheidungen noch? Was? Hab ich jetzt falsch Knopf gedrückt oder was? Ach, leck mich, Alter. Gucken wir gleich nochmal rein, Leute. Gucken wir gleich nochmal rein. Und ich schneide euch natürlich auch gleich noch das Sammelgedöns rein. Ändert sich diese Szene auch, je nachdem, wie man mit Rachel und Chloe spielt? Bestimmt, oder? Yo, das ist ja ein richtig dreckiger Übergang. Wenn das kommt, was ich jetzt gerade denke. Hat sich das Spiel gerade verabschiedet? Es ist einfach eine Endlosschleife! What the fuck? Digga, das kann jetzt nicht euer Ernst sein! Ich kann das Spiel nicht mal fertig durchspielen vor lauter technischen Scheißhaufen, der dieses Remaster ist. Ach, Digga. Ich hoffe mal, der saved das jetzt. Es ist abgestürzt. Es ist abgestürzt. What? Sehen uns gleich. So, da bin ich wieder im Hauptmenü. Der Park steht wieder. Wenigstens eine Sache, die hier funktioniert oder so. Alter, boah. Okay, er hat gespeichert, dass wir es fertig haben, weil hier steht nämlich Sammlermodus. Das ist schön. Entscheidungen. So, und jetzt müsste ich hier. Ja, hab den falschen Knopf gedrückt. Okay, dann können wir jetzt die Entscheidung noch angucken. Was wir aber dann nicht mehr angucken können, ist die letzte End-Credit-Scene, die da eigentlich, After-Credit-Scene, die da eigentlich gerade kommen sollte und die dir eigentlich nochmal so richtig ins Gesicht schlagen sollte. Nein, eigentlich in den Magen. Stattdessen war jetzt dieser technische Scheißdreck wieder ein Schlag ins Gesicht. Ah! Denn eigentlich, lasst es mich kurz euch erklären, deswegen meinte ich auch, boah, was ein dreister Übergang, den hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Glücklicher Moment, Chloe und Rachel machen Bilder. Fade to white. Wir hören immer noch so Bilder, Bilder, Bilder werden gemacht. Aber irgendwann ändert sich der Ton von diesen Bildern. Und das ist dann der Shutterton von Jeffersons Kamera. Und an der Stelle würde normalerweise das White wieder ausfaden und man würde Rachels Telefon auf dem Tisch im Darkroom liegen sehen, wie Chloe mehrfach versucht, sie zu erreichen. Und sie logischerweise nicht erreicht. Ein sehr bedrückendes Ende eigentlich, wenn man es denn sehen könnte. Gut. Machen wir weiter. Pflanze mit Limo getötet, ja, weil ich halt aktiv eingegriffen habe, wie ich dachte, die andere Option wäre halt, die Pflanze zu töten, wenn du auch nichts tut, klar. Davids Foto genommen, das haben nahezu alle, wer sollte das auch nicht tun, Alter, das wäre ein richtiger Arschloch-Move. So, wir hatten Drews Geld am Anfang nicht, das ist richtig, und deswegen konnten wir es auch nicht Damon geben. Okay. Wir hätten da einiges mit machen können mit dem Geld in dieser Episode. Interessant. Du hast mit Drew seinen Pudding gekämpft, jawohl. Du hast mit Mikey dein Tabletop-Spiel gespielt, konnten wir nicht. Du hast die Norths im Krankenhaus besucht. Haben wir, aber ich denke mal, das bekommt man nur, wenn man nicht mit dem Pudding macht. Du hast ihn aufs nicht besucht, okay. Ja, schade, dass wir das Tabletop-Spiel nicht spielen konnten, ehrlich gesagt. Hätte ich gerne gemacht, aber ich kann euch gerne mal an dieser Stelle hier meinen Part im Original-Display verlinken. Denn da habe ich es gespielt, falls euch das interessiert. Feuerwehr kein Geld gespendet? Logisch, wir hatten ja auch kein Geld. Du hast eben verraten, dass Thunder der Spitzel ist. Du hast eben überzeugt, dass... Also war es doch Thunder, der Typ. Ach, was? Okay, cool. Dann habe ich es einfach auf Sheldon geschoben. Naja, macht ja nichts. Wer hat's verdient? So, und der letzte Punkt ist jetzt interessant. Und zwar, Rachel traf ihre Mutter nicht. Und tatsächlich ist das nur ganz knapp die Mehrheit. Crazy. Ich hätte gedacht, dass das viel eindeutiger wäre. Und zwar für traf ihre Mutter nicht.
Weil soweit ich weiß, selbst wenn man ihr die Wahrheit sagt, ist nicht garantiert, dass Rachel ihre Mutter trifft. Sondern dafür muss man vorher irgendwas richtig gemacht haben. Ein Punkt wäre eben das Armband zu nehmen, wo wir den Kuss genommen haben. Oder aber, dass man, glaube ich, dann auch irgendwelche nachträglichen Entscheidungen oder sowas noch richtig setzen muss, damit man quasi es trotzdem schafft. Finde ich krass, dass es trotzdem so viele gesehen haben, die Sende. So ein kleines Secret-Ende, würde ich mal sagen. Okay, coole Nummer. Dann schneide ich euch jetzt gerade noch den letzten Sammelgegenstand rein. Ja, wie ich mir dachte, wenn man diesen Fleck ans Auto gespuckt hat vom Reinigen des Benzinfilters, dann kann man hier ein Graffiti reinschmeißen. What do I see? Und das habe ich offensichtlich ein bisschen verkackt. Rabe oder Löwe, das ist interessant. Weil beides ja so ein bisschen für Rachel steht, ne? Der Rabe, den haben wir immer wieder gesehen. Auch auf Chloes T-Shirts dann. Wobei das ja die von Rachel waren, glaube ich. Oder? Weiß ich gar nicht. Und der Löwe ist halt ihr Sternzeichen, ne? Wir gehen für Rabe. Weil der Rabe das wiederkehrende Symbol in diesem Spiel ist. Bäh. Was mir dazu übrigens eben noch einfällt zum Fazit. Die Ladezeiten im Spiel sind, glaube ich, deutlich länger geworden, als sie im Original waren. Auch nicht schön. When life gives you gunk, make art, I guess. Ja, kann man so sagen. So, damit haben wir im Hauptspiel jeden Sammelgegenstand gefunden. Habe ich auch zum ersten Mal geschafft. Sehr schön. Aber das heißt noch nicht, dass wir 100% durch sind, denn wir haben ja noch die Bonus-Episode, mit der wir im nächsten Part anfangen. Ich gebe euch einen kleinen Teaser. Bonus-Episode, lebe wohl. Leute, ich hoffe, euch hat dieser Finalpart gefallen, diese Überlänge-Part. Und ich hoffe, naja, man konnte es trotz dieser ganzen Bugs oder so irgendwie ein bisschen ertragen. I don't know, dass das Finale jetzt so nochmal verbuggt war natürlich richtig scheiße. Aber ich kann es leider nicht ändern, Leute. Das Spiel ist in diesem Zustand, also zeige ich euch diesen Zustand. So ist das nun mal. Im nächsten Part beginnen wir mit der Bonus-Episode Lebewohl, wo wir, wie man hier schon sehen kann, ein letztes Mal Max und Chloe erleben dürfen. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ich möchte es noch nicht abschreiben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt spielen wir hier ein letztes Mal Max und sagen Lebewohl. Auf welche Art werdet ihr im nächsten Part erfahren? Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis zum nächsten Video. Bis dann und tschüss.